Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in SimRail. Wir sind hier in Lazy unterwegs auf DE1. Ich meine, Gott sei Dank gibt es endlich dieses Stellwerk. Es ist zwar noch nicht komplett mit ganz Lazy, da hat es noch ein paar andere Stellwerke, gerade im Rangierbereich. Aber da dürfen wir leider noch nicht spielen. Und ich bin seit dem Server-Neustart glücklicherweise hier drin. Und es geht richtig hart. Hier haben wir den 4230, der fährt noch Lazy. Einmal Durchfahrt und melden. 4230 auf die 1. Weg ist er. Da unten kommt schon wieder der nächste. Das da links ist Lazy mit den 3, 4, 5, 6 Gleisen, die ich da habe. Da kommt der 73125. Der hat auch eine Durchfahrt. Stress hier, sag ich euch. Die Auffahrt kommt kürzer. 73125 auf der 1. Also, man hat hier in Lazy wenig Verschnaufpause. Echt, danke. Dann eine ruhige Schicht hier. Und wenn Verspätung ist, dann danke, ist es noch schlimmer. Weil hier wirklich danke. Alles durchfährt. Ansonsten gäbe es mal so eine Ruhephase von 5-6 Minuten. Aber das war's. Okay, der ist auch weg. Was in Lazy ganz gut hilft, das ist übrigens dieses Tool hier. Den Link dazu werde ich in der Videobeschreibung reinmachen. Da sieht man gerade die Übersicht, wo welcher Zug gerade ist. Oder auf welchem Gleis. Also, hui. Ohne dem wäre es ein bisschen mäh. So, oh, Lazy LA. 30, du kannst ein bisschen das ist jetzt KI. Ist jetzt belegt. Platzpreis, Durchfahrt. Ja, 414062. Der fährt wieder auf die 186. Das habe ich eingestellt. So, das wäre vor dem Bahnhof. Also links vom Bahnhof. Und das einmal hinterm Bahnhof. Da hinten sind wir irgendwo. So. Und wenn wir uns den nochmal kurz angucken. Eben der kommt, der ist am Wegfahren, der steht da oben. 4080 kommt gerade angerauscht. Das heißt, der wird auf der 2 ziemlich sicher reinfahren. Jo. 4080. 44, 39, 45 nach der Zugkreuzung. Jetzt will ich über 2 weiter. Wie gesagt, planmäßig der nächste. 146 von Lazy LA. Der ist kurz vor zur Virchi, wenn wir uns das mal angucken. Der ist da. Also ich denke mal 3-4 Minuten. Und dann haben wir ihn bei uns. Verschnaufpause. Gut, was kann man hier sagen? Also hier unten auf Gleis 4 und Gleis 6, da ist Rückblocken eine Aktion. Man müsste für 160 und 154 entsprechend anfragen. Das gleiche gilt auch für Lazy für 186 und 160. Ich habe das jetzt immer so gespielt, dass die da oben nicht fragen müssen. Die sollen einfach nur schicken und mir einfach sagen, was für ein Zug kommt. Das da hier ist die Linie 1, die Hauptlinie. Rechts da unten mit dem Bereich dürfen wir nicht spielen. Da geht es in den Rangierbereich rein. Also die ganzen Zugbereitstellungen und so weiter machen. Das da unten ist das da hier. Damit können wir aber leider auch nicht spielen. Wäre auch noch ohne Oberleitung. Und ja, was muss man beachten? Personenzüge. Also grundlegend sollten, wenn dann, entweder auf 1, 2 oder 4 geschickt werden. Theoretisch können sie auch auf 6 geschickt werden, wenn sie hier nicht halten müssen und können da nochmal so hochfahren. Aber ansonsten kann man sagen, also 2 und 4 eigentlich. 1 mit Anschluss 1, aber 2 und 4 geht immer. Güterzüge, also die gibt es für 99% der Züge, nur auf 4 oder 6, das ist egal wo sie ankommen. Die können dann auf die 186 darunter fahren. PWJs kommen dann teilweise auf den Gleis, die muss man nach oben schicken. Da muss man halt aufpassen.
Lazy LA 146 Richtung Lazy gegeben. Und wenn wir uns mal 146 angucken, der kommt auf der 1 und fährt noch 1 weiter hier. 44, 45, 45, du folgst in dem 45 übers nächste Freitag. Gut, einmal durchstellen hier. Los, 4080 auf Gleis 2. Der bleibt stehen. Passt. Ja, ich für mich, ich ziehe bei den Gleisen 2, 4 und 6 immer gerade schon die Einfahrten. Da müsst ihr dann nicht auf Rot halten. Und je nachdem, was für ein Zug das ist, schicke ich sie dann halt weiter. Also müsst ihr nicht so machen, aber sowas ist. Und gerade wenn man diesen einen Spiegel da auf der linken Seite hat, wie so den Train Describer, also Simulant Train Describer, wie er so schön heißt, da kann man das noch ganz gut vorplanen. Also ich muss sagen, in dem Stellwerk ist gut was zu tun. Ich meine, es ist wiederholend von den Aufgaben her. Wäre jetzt hier noch der Rangierbetrieb, dann Hut ab. Weil so oft wie hier Züge, also da müssten eigentlich schon weniger Züge fahren, aber ansonsten ist er total überfordert hier mit den Rangierfahrten. So, 4080 ist am Kommen. 14639 über Gleis 1. Hä? Okay, 146039, ja, das passt. Nehmen wir das, 146039F1. Da kommt die S-Bahn, wunderbar. 44, 50, 42, bist du noch vorbereit? Sehr gut, dann. Da folgt dann über kurz über das 2. Auf 40, 180 über die 1. Dann würde ich sagen, 146, mach mal Durchfahrt. Da ist er schon. Und was ist mit dem Güterzug? 414. Er ist mit 20 unterwegs. Ja, das könnte noch ein bisschen dauern, bis er kommt. Ach, der Kandidat bleibt ja hier noch ein bisschen stehen. Abfahrt erst um 7 nach. Ja gut, dann habe ich jetzt eigentlich mal ein bisschen Pause, weil da kommt jetzt 44, 10, 53 irgendwann mal. Ansonsten ist der Puffer, das ist alles ausgehend, eingehend. 40, 6, 33. Ja, das passt. Gut, wieder ausblenden. Interessant. Ja, machen wir es doch mal so. Also wenn der Güterzug dann dauer ist, der da hinten mit 20 kriecht, dann sehen wir uns gleich wieder. Also, kleiner Schnitt. Ja. Es war literally gerade ein paar Sekunden, nachdem ich gedrückt habe.
Ja, 1, 4, 0, 6, 2, 186. Okay. Ich verbuche das mal und das muss so. Ach ja, Simrail. Lass noch mal warten. Okay. Passt. Ja, ganz vergessen. Einmal auf K.O. drücken, sonst ist der Block wieder strubelig. Und ja, man kann es in den Optionen einstellen, dass er das automatisch macht. Aber das nimmt ja irgendwo den Fun und Realismus weg. Also selber machen. So, da hat man gerade den Pfiff gehört. Vom Kollegen. Los geht's. Und 180, also vielleicht noch richtig schreiben. Ah, ne, 1. Und abstempeln. Kollege, warum so langsam? Diese S-Bahn-Fahrer. Nee, natürlich nichts gegen S-Bahn-Fahrer. Dann machen wir hier mal wieder die Einfahrt. Süderli. Und gerade da oben ist eigentlich ein bisschen gefährlich, wegen dieser Weiche. Aber das wird schon passen. Wenn wir jetzt hier erstmal gucken. Der 432er ist auf dem Anmarsch, der hat noch ein paar Blöcke. Und der 40633 von der anderen Seite. Und ansonsten erstmal easy going. Tja. Würde ich mal sagen, wir warten noch mal kurz einen Moment. So, da sind wir wieder. Und der Express ist sich am annähern, wenn wir uns das hier mal angucken. Da ist nicht mehr viel, bevor er dann da ist. Der 4132 und der 40633 ist auch unterwegs, den erwarten wir auf der 1. Gut, den Express, den schicken wir hier gleich mal durch. Wunderbar. Und der 40633 ist einer, der hier anhält. Das heißt, Fahrstraße nur bis zum Perron. So. Und dann heißt es hier eigentlich nur noch warten. Und 40633 wird mir auch schon angezeigt. Lazy LR wird umgesetzt. Kann ich verstehen. Und kein schlechtes Stellwerk, aber ja, ist jetzt überschaubar von den Tätigkeiten her. Habe ich hier auch ein entsprechendes Video gemacht. Und ich muss sagen, bei Lazy bin ich tatsächlich froh auf die Ruhezeiten. Die 5 bis 10 Minuten, wo es mal wirklich ruhiger ist. Weil wenn es dann wirklich Zug auf Zug ist, dann bist du im Stress. Ist jetzt, glaube ich, meine dritte Session, was ich jetzt hier mache. Ja, da wird auch schon angezeigt. 14633. Und 4132 ebenfalls auf dem Schirm. Und da hinten kommt angerauscht. Ja, das sieht nach Giebel aus. 1, 2, 3, 2. Du machst das so. Okay. Gleis. Anstatt Anschluss. Einsehen. Die einmal brav anhalten.
Perfekt. Södderle. Also, einmal noch da. 40633, müssen wir gerade schon mal. 40633, 11. Und. Ja, 1, 2, 3. Also 32. Durchfahrt. 40633, habe ich gerade gehört. Und das war's. Ja, Lazy gehört noch zu den Stationen, die ich fototechnisch noch irgendwie einfangen muss. Das habe ich leider nicht geschafft. Vor allem den Bereich da hinten will ich dann halt irgendwie dokumentieren. Soweit als möglich. Mal schauen, wie es mit der Straße da aussieht. Kann ich jetzt schlecht ein bisschen aufs Gleisvorfeld gehen. Also schön wär's, aber nö. Dann machen wir gerade hier die Einfahrt wieder. Und dann schauen wir nochmal hier rein. Es ist gerade überraschend ruhig. Also der 629024 kommt vermutlich in den nächsten 5 Minuten. Er kommt dann wieder nach unten. Ansonsten 24132, der 1431 kommt da hinten. 1429. Ja, nochmal ganz kurz Pause. Aber es ist gerade ein bisschen ausgedünnt. KI? Was schreibst du, was ist weggefahren? Ja, sorry, der KI schreibe ich nicht. Gut, also für euch nochmal ganz kurz einen Cut. So, wie sieht die Lage denn aus? Na, der 629024, da kommt voraussichtlich auf Gleis 4. Savirci hat den Zug 24133 auf Gleis 2 runtergeschickt, damit der 1431 überholen kann. Das lief so semi-gut. Gleich im Anschluss 1429. Und von der linken Seite kommt jetzt der 37132 und der 464032. Also gleich haben wir wieder gute Züge hier drin. Sprich, der 629024, der kommt hier. Nochmal vergewissern. Ja. 186. Wie kommst du? Dann kann ich das. Haben wir da jemanden drin? Ja, da haben wir jemanden drin. Geil. Also 629024 auf die. Ja, passt. 186. Da kam auch die Meldung seitens Lazy. Er wird sich freuen, dass er gerade durchfahren kann. Darf nur leider hier auf 40 runter. Auf das eine Gleis hier. Oh, ich würde so gerne mit den Gleisen spielen können. Aber nee. Wo geht's eigentlich da hinten hin? Es ist ein Rangiersignal. Sehe ich das hier bei mir? Es müsste das da hinten sein. Rein theoretisch. Habe ich Zeit nachzugucken? Gerade nicht. 37 kommt. Ist der da? Der fährt durch. Ich gebe den gerade schon mal die Durchfahrt. Express ist auch auf dem Weg. Und ich vertraue mal, dass Lazy das richtig schickt. Ich weiß, ich bin mutig. Geht sich das aus? Kann mal ganz schnell gucken. Ui, da ist der Express auf Rot gefahren. Gott sei Dank hat es diese Ansicht da mit den Zügen links. Und ich habe mein Tool auf dem anderen Monitor.
Da siehst du ungefähr, was gerade abgeht. Ja, also auf jeden Fall die Sperre hier. Es wäre TM30. Und mir wurde gesagt, dass diese Handweichen tatsächlich eine Animation haben. Und da habe ich der 1429. Oh je. Ja, jetzt haben wir Stau da hinten. Ganz kurz schaut. Dauert noch kurz um 27. Kommst du wahrscheinlich nicht weg. Rechne mal 1-2 Minuten. Der 2433 muss noch vor dich ziehen wegen Überholung. Ja, und hier ist einfach noch ein Prellburg. Gut, haben wir es gesehen. So, nochmal hier reingucken. 629. So, 1431 auf der 1. Ne, wo schickt man lang den 464? Oh, habe ich jetzt 629. Stäbeln. 37132. Ebenfalls auf der 1. Schickt dann über die 4 den 464. Ist okay. Sie meint 3-2 auf Durchfahrt. Moin Kollege. Da hinten kommt er schon. Mal kurz den Express abstempeln. 14:31. 18 Minuten Verspätung. Holy shit, was haben sie mit dir gemacht? 37132. Bestätigen. Ein leichtes Spiel wie vorher. Einmal die Einfahrten bitte. Los. 464. Passt. Muss aber warten. Weil, ja. Ja. 4 Minuten Verspätung. Ich meine, hat der. Der hat doch garantiert einen PT, oder? Nee. Durchheizen eigentlich. Ich mach bei mir mal ganz kurz das Fenster zu. Ja, da hört man Kinder. Kinderproblem gelöst und schon bin ich wieder da. Soll ich ihm sagen, dass er warten muss? Oder ist wie eh klar? Ich bin jetzt, glaube ich, schon seit einer Dreiviertelstunde hier drin. Ne, stimmt gar nicht. Seit anderthalb Stunden. Und habe noch nicht einmal den Chat gebraucht. Bis jetzt lief es eigentlich ganz gut.
Und der 629er, der ist da gerade unten irgendwie stuck. Ah, ich glaube, ich sag's ihm doch. 4,64, 0,32. Bei mir gibt's eine kleine Pause. Wir warten, dass der Block vor dir frei wird. Ja, verstanden. Da hat er den Zug nicht gemeldet. 2,4,1,3, was macht der? 62,90,24 an Lazi. Der fährt durch. Huge, haben wir drin. Ah, jetzt ist da wieder keiner mehr drin. Ja, dann mach es einfach so. 2,4,1,3,3. Ja, kannst du mich hören? Der ist bestimmt fragen, warum er nicht weiterfahren darf. Ja, lässt du mich hier stehen bis 17.07 Uhr oder lässt du mich weiterfahren? Ah, ich hoffe mal sehr weiterfahren, weil da ich gehe mal telefonieren. Ja, der glaube ich will nicht telefonieren. Ja, gut. Weg ist er. Noch mal Zeit bestätigen, haben wir drin. Was ist Schmidt? 6,29,024. Naja, 486 und hab noch den zweiten Zug. Ja, ich hoffe mal nicht, dass du stehen bleibst, weil hinter dir ist der nächste Zug, der da runter will. Oh ja, ich wundere mich schon, auf dem Gleis hier ist sowieso ein bisschen komisch. Außengleis hier rechts. Auf dem Stelltisch links, Mitte, unten. Genau. Das ist doch nicht der erste Zug. Mein Gott. Ja gut, dann haben wir hier mal ein bisschen Stau, ne? So. Der 1429, so wie es aussieht. Und das nächste sind der 244053. Steht da schon oben, ohne Ankündigung. Ja, okay. Schau mal, der 244053, der muss auf die 160. Wenn wir die 160 schon mal scharf machen. Fährt durch. Ja. Und wenn er mal den 244 nicht meldet, dann sage ich ihm, er soll bitte melden. Weil ich will es sehen, vorab sehen, dass da ein Zug kommt.
Das ist in LASIK echt noch wichtig, diese Zugmeldungen. Dauerhaft auf mein Tool schaue ich jetzt auch nicht. Oh shit, da kommt der nächste da hinten. Oder habe ich vergessen, K.O. zu machen. Ah, nice. Da darf der nächste auf Ersatzsignal fahren. Jetzt 682 kommt da von links. Ja, 629 sollte gleich mal frei sein. Jetzt sind 129. Jetzt sind 129 auf der 1. Da ist er. Da unten ist frei, sehr gut. 464. Auf 186. Also, wenn es so weitergeht, stören sich bei mir bald die Züge. Dann ziehe ich. So mache ich das, ist einfach ein bisschen einfacher. Bin ich schon weg. Nicht ja nicht, weil alle Gleise nach Lena besetzt sind und blockiert sind, weil er nicht weitergeht. Oh, okay. Ja, Lazy hat wohl Spaß, wie es aussieht. So, schauen wir uns mal kurz in die Übersicht rein. Ah, 244 steht da oben und 442 steht da unten auf Gleis 1. Und jetzt muss ich wieder normal melden. So, für Zug. Selber schreiben. 244 053. 123. Los geht's. Wiederhole, 244053. Jetzt wo ist auf Gleis 1. 442. Wo ist der? 154. Scheiße, der muss oben lang. Das ist Chaos. So, Initialisierung. Scheiße, da müssen wir zurücksetzen. Der nächste auf Gleis 4, bitte mit SZ. Block ist. Jetzt ist die KI drin. Ah, und jetzt ist der Block okay. Okay. So, 442. Du musst leider nach da oben. Zwei, vier, vier ist auch auf dem Marsch. Na, spitzig.
40682 auf Gleis 2. Der hält. Ah, das automatische Rückblocken, habe ich was, weil es gerade ein bisschen stressig ist. Ich mache das mal an. Simulation, Rückblocken. Vorblock brauche ich hier nicht. Ja, gut. So, mal ganz kurz in die Übersicht. 41130, 443, 40682 kommt jetzt gerade und die zwei Gütezüge. So, läuft jetzt besser. Ja, wollen wir es hoffen. Gerade ein bisschen was los. Aber alles machbar. Schreiben wir schon mal vor. 442033 auf 154. Ja, 154. Ja, passt. Tun sich leider gegenseitig jetzt ausbremsen. Kann ich nichts für. Und von Lazy kommt schon der nächste Güterzug. 41055. Gerade am Anmarsch. Wollen wir mal schauen, dass wir hier schnell frei machen. Ja. 682 habe ich schon. Ja, bitte. Ja, vor dir fährt noch ein Güterzug, der kann sich nicht teleportieren. Mensch, immer die Leute mit Stress. Da. Da ist der andere Güterzug bei der Einfahrt. Zumindest wenn die Gruppe da frei ist, sollte ich dann da runter hinkriegen. 443947. 43947. Okay. Fährt nach unten. Alles klar. Tschüsskowski. Es wird, liebe Leute. Da ist er ja. Wo ist die S-Bahn? Da hinten mit der Einfahrt. Oh, 40682 auf 1. Oh, ich dachte schon, der bleibt stehen. So, 442, Durchfahrt. Und für dich einmal die Ausfahrt. Hey, die stehen bleiben. Oh, hier haben wir da so ein Sync-Issue. Läuft. So, der kann jetzt weiterfahren. Sehr nice. Drei auf 160. Hm.
Habe ich den 443 schon? Nee, habe ich noch nicht. 443, 947 auf der 186. Da kommt er. Der Kollege. Muss mal kurz warten, bis frei wird. Moin, gute Fahrt. So, du kannst eins weiter in den Block. 40, 113. Na, bitte der 46, 40, 32. Oh, wegblocken. Grüße. Dadurch, dass du etwas verspätet bei mir ankommst, musst du leider bei mir warten, da noch Zugverkehr Vorrang hat, aber ich schieb dich so schnell wie es geht dazu, ja. Ach, scheiße, den habe ich vergessen. Jo, pass. Oh, 244 habe ich, glaube ich, gemeldet. Ja. Stimmt zwar so nicht ganz, aber dann ist fertig. Mein Sinn. 43, 132 von War GLC. Du wirst einen Moment bei mir kurz im Stehen kommen. Block belegt, geht sofort weiter. Alles klar, danke für die Info. Geht unter Kontrolle. So, Einfahrten für die 4 und für die 2. Auf der 2 kommt höchstwahrscheinlich der 42, 132 und unten 446, 034. Und da steht immer noch der 44, 10, 55 da oben auf der 3. Der wartet auf eins von meinen freien Gleisen da oben. Einmal bitte der 40, 135. Ich wiederhole einmal bitte der 40, 135. Dann der 73, 127. 127 Verzug. Grüße. Einfahrt verzögert sich noch, dass der 40, 135 abfährt, obwohl der seit 3 Minuten schon hätte weg sein sollen. Musst du leider dementsprechend auch warten. Ich bin einfach nicht dran, das zu bringen. Oh, jetzt habe ich jetzt Spaß. Ich habe in 4 Kilometern ein Signal. Könnt vielleicht durchfahren? Den könnte ich. Wenn ich den 4, 2, 4 oder 6. Vielen Dank. Oder habe ich blödsinn gesagt? 2, 4, 6. Nee. 4, 4, 6, 0, 3, 4. So, 44, 10, 55 über Gleis 123.
44, 10, 55, dann muss auf die 160. Da unten. Gut. So. Das Problem, 446. 446, 446. Ach nee, das passt. 446 und tschüss. 4460345 und dann sollte da 40135 aus der rechten Seite auftauchen. So ich das sehe, das dürfte nicht mehr lange dauern. Und den ist erstmal gut. Ja, da spreche ich davon und schon ist er da. Und jetzt 31, sorry für die Wartezeit. Gute Weiterfahrt. Mit einem Halt bei mir. Danke. Alles klar. Hier, wir 6. Einmal abstempeln. Machen wir den einmal hier. Wunderbar. Ja, lazy. 40 und 35. Habe ich schon gesehen, war ein bisschen spät. Einmal Express-Kiebel. Schöne Weiterfahrt. Und die nächste Einfahrt. 4-2. Der fährt durch. So, 46, 32, die Wahler. Ich muss euch auch mal loswerden. Irgendwie los. Vier, zwei. Jetzt, was ist 132? Ja. Kommt danach auf die 1. Also heute habe ich es mit dem Sync. Wenn die Züge einfach stehen. Das ist ein bisschen schade. 135 auf der 1. Und die Meldung ist draußen. Ah, da blockiert er mir alles. Wobei nicht wirklich. Könnt ihr dann nach oben drüber schicken, wenn es denn sein müsste. Gute Fahrt. Und durch. Läuft. Er ist auch weg. 40, 135. Ja, dann fehlt nur noch der Güterzug hier. Und dann haben wir eigentlich soweit erstmal wieder Ruhe. Es kommt der 414, 064 da von unten. Mal später 40, 182 und der 73, 127 Grad unser Virchi. Der erste Schwung. Aber ich würde sagen,
Das mache ich für mich und dann, glaube ich, werde ich selber fahren. Das war jetzt mal so ein kleiner Einblick hier in Lazy. Wisst ihr, dass hier mal ein bisschen abgeht und mit krassen Verspätungen vielleicht noch ein bisschen mehr. Macht Spaß, das Stellwerk. Eure Gedanken gerne in den Kommentaren. Bis dahin. Ja, und dann aber bitte der 6034. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.